Der Auto-Hit klärt das. Aber es hat es mich so schön getragen. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Alarm, der ausgeschaltet werden. Nee, das ist gar kein Alarm, ist eine Radarstation irgendwo. Woher weiß der, wo ich war? Zack! Der richtig schön in meinen Schuss reingegangen. Ups. Ah ne, ich bin ja zu mir. Hey, ich bin ja erschossen. Alter! Das ist Sprengfalle. Ja, das sind Sprengfallen. Mein treuen Hahn hier. So. Ich. Was ist denn die Granate? Die ist doch hier irgendwo, oder? Da hängt sie doch, genau. Tack. Jetzt habe ich sie erwischt. Aber ich war zu nah dran. Schön die Granatsplitter rausgenommen. Ja. Nicht auf ihn. Der ist schon längst tot. Also, du schießt eine halbe Stunde zu spät. So. Können wir jetzt hier Zeug einsammeln? Müssen wir doch irgendwie außer Betrieb nehmen hier. Ich versuche die Radarstation hier irgendwie außer Betrieb zu nehmen. Hätte ich zur Auswahl. Wollte ich doch Cocktail? Nee. War das noch? Hier, ne? Ja. Das waren Schüsse. Was ist denn LKW hier? Den anzünden und der explodiert? Ach, der ist ein. Und der ist so ein Symbol. Werkzeug. Reicht das für die Sabotage? Oh, er weggeht, Chichiro. Oh, der geht mir so auf den Nerv, der Kugel. Warte. Das ist doch so ein Schraubenschlüssel-Symbol. Irgendwo ist ja die noch kaputt gekommen. So. Jetzt müssen wir schon mal hier oben. Das ist ja schon mal. Oder? Da. Da, ja. Zerstören. Das wollte ich machen. Das ist noch so ein Ding. Ne, da sehen wir noch nichts. Da haben wir auch Scharfschütze, oder? Auf jeden Fall sehe ich mit 3 Alarm. Bei 2. Blinken. Oh je, Clara. Ich habe gerade eine große Fabrik in der Leste gefunden. Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber der Geruch brennt mir die Nasenhaare weg. Klingt nach einer Säurefabrik der Regierung. Da kann man Gift herstellen und lästige Ausgestoßene verschwinden lassen.
Danny. Sieh nach, ob die Soldados da drin Geiseln haben. So. Bergwagen benutzen. Wir jetzt voll Munition haben. So, den haben wir schon mal los. Der Alarm ist aus. Da ist noch ein Sniper. Ein Scharfschütze hält mal ein Sniper weniger. Ah, da ist. Ach, guck mal, der ist noch der andere Alarm. Wird tatsächlich auch von hier. Das. Ja, jetzt ist der Alarm weg. Ein Gaswerfer. Gastank schießen. Tja. Passiert schon mal, ne? So ein Ding hat schon mal so Fehlzündung. Okay. Dahinter. Leuchtet das so grün? Ja, ich wollte den eigentlich sehen. Die Fässer kaputt. Hat aber nicht gereicht, den zu erledigen. So, komm schon. Jetzt haben wir den Chef erledigt. Hat. Komm mal stehen. So. Habe ich gerade wieder so einen Grrr gehabt. Von mir. Keine Ahnung, warum ich auf einmal gestern und heute so Probleme habe. Erstmal einer. Der Sunny kann euch auch nicht retten. Der Sunny schon mal sowieso nicht mehr. Das ist gar kein Scharfschütze. Das ist eine Flugabwehr. So. Da ist auch noch einer. Ja, ich korrigiere, da war noch nicht. Ah, das war nicht so was. Die verschiedenen Phasen, wo du irgendwelche Leute wegsnipern kannst. Tja, ist die Frage. Sind hier noch welche? Stimmt. Ne? Aber den Chef haben wir erledigt. Einer fehlt bestimmt noch oder so. Sollte man die Basis ja auch schon eingenommen. So. Das ist doch eigentlich hier entschärft. Ja. Zum Glück hat der Hahn das nicht ausgelöst. Hier muss ich vorsichtig sein. Da sehen wir noch irgendwo einer. Der da oben, da ist der. Naja. Wir gehen mal langsam nach oben. Schauen, ob wir den da erwischen können oder nicht. Von der Größe des roten Bus könnte sogar mehr sein als nur einer. Da läuft einer. So, das war's. Wenn ihr Geiseln waren, haben wir sie gerettet.
Und wir haben die Luftabwehr ganz gelassen. Kein Alarm ausgelöst. Blub. Sehr, sehr gut. Sei hier besser vorsichtig. Warum? Ich habe hier alles eingenommen. Noch mehr Frischlinge. Okay, das ist eine Schutzkarte. Medikamente. Alles meins. Da haben sie tapp aus. Ja, aber der hat es gerade gar nichts zu tun gehabt. Ich alles schon weggesnipert habe. So. Gucken wir mal, dass wir nochmal in die Hütte reinkommen. Das war ja die Schlüsselkarte. Können wir so den geilen Scheiß holen. Richtig spannend hier, ne? Also, das kann ich nicht. Was soll ich eben das könnte nützlich sein. Kebola? Hast du kurz Zeit? Ja. Ich habe eine Flugabwehranlage, um die du dich kümmern musst. Sie ist auf deiner Karte markiert. Sehr nett von dir. Warum kümmert ihr euch gar nicht selber? Hm? Ja. Schießpulver. Ein Brief. Memo, Gefangener, nehmt die Guerilla nicht zu sehr in die Mangel. Die hohen Tiere bringen uns um, wenn wir diese Chance auf Information vermasseln. Wir werden ihn persönlich befragen wollen. Lasst jemanden den Weg überwachen, auf dem er kam. Wir müssen mit einem Rettungsversuch rechnen. Hm? Und wie redet der? Komm hier, Teller nehmen. Ich will hier gucken, was du hier hast. Ach, Medizin. So. Dein Hahn ist ein Killer, Körsmann! Stehen bleiben. Hey, was soll denn der Acht geben? Auf dich wurde geschossen. Sieht aber nicht so aus, wenn hier noch was wäre. Noch Munition nachfüllen. Kebola! Hast du was Bestimmtes? Nee, gerade nicht. Außer den angeblich eventuell Gefangenen hier. Aber hier ist nichts. Und auf der Karte ist nichts markiert. Dann wollte ich den Damm machen. Oh, dann können wir noch die Flak da machen. So ist besser hier so querfeld einzugehen. Ne? Dann wird irgendwie ein Hügel angestellt. Einfach die Container reingeschmissen. Das sind mir welche hier. Also einfach den Container da reinschmeißen, geht man gar nicht. Da ist ein Buckel. Da ist ein Buckel. Fühl mich bloß nicht an. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall schon runter. Zu weit weg, um irgendwas zu machen. Hier runter oder da rum? Ich glaube, da rum ist besser. Bin mir nicht sicher, aber. Ach, der Hahn, der muss wieder alles an. Ich kann sagen, ist der besiegt worden? Wie der gerade gejammert hat.
Da gibt's auch neue Mission. Komm hier noch! Was ist denn jetzt euer Problem wieder? Schmeißt eine Granate. Ey, das sind so Psychos, ey. Ja, das hast du die Quest für mich. Du hast was für mich? Die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet, um Parias zu schnappen. Kümmere dich darum, bevor ihnen jemand in die Hände fällt. Danke sehr. Machen wir alles nacheinander. Müssen wir erst noch hier um den Damm kümmern. Warum abseilen? Einfach runter. Das scheint nicht so, als wenn es hier groß Feinde wären, oder? Weil da jemand Hat da jemand Hilfe gerufen? Hey, ich wollte gerade rüber denen helfen. Aber so. Hey, rüber. Hier scheint nur zu sein. Da können wir lesen. Der lange Fall. Wir verstehen alle ihre Bitte völlig und werden alles Nötige tun, um aus diesem Damm einen angemessenen Tribut an Yaras wahren Präsidenten zu machen. Ich werde den kaputten Steg selbst reparieren und meine Arbeiter werden sich umgehend um die offene Schleuse kümmern. Natürlich geben wir alle hier stolz unseren Lagerraum für ihre Militärgüter. Bitte kommen Sie für den Zeitschlüssel zu mir. Scheiß Soldados, die nehmen sich alles. Vielleicht haben sie was Nettes in dem Lager gelassen. Tja, wo kriegen wir jetzt die Schlüsselkarte her? Und der Arbeiter, der dann losgelassen hat. Die haben nur die Fische gefressen. Gehen wir hier rein. Uff. Na, guck mal da. Auf der anderen Seite können wir rein. Wenn wir auf die andere Seite kommen. So. Ups. Da sind wir. Haben die aktivieren. So, lesen. Hinweis zur Berichterstattung zu Phantasma. An das Führungspersonal von La Joya. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass in La Joya widersprüchliche Gerüchte kursieren. Mittlerweile ist klar, dass eine maskierte Person gesehen wurde, die sich im Schutz der Dunkelheit Zugang zum MacKay-Gelände verschafft hat. Schon wieder das gehört. Uns ist auch bewusst, dass manche Soldaten glauben, diese Person hätte etwas mit den Unfällen und Füllfunktionen vor Ort zu tun. Außerdem ist offenkundig, dass bestimmte Soldaten glauben, es handele sich bei dieser Person um Umberto Salazar, einen Paria, der nach einem offiziellen Bericht aus dem Management im Januar 2019 hingerichtet wurde.
Admiral Benitze wüsste nun gerne, ob ihre Führungspersonal aus Lügnern besteht, die eine Todesmeldung fälschen würden, um einen Fehler zu vertuschen. Oder ob sie nur abergläubische Idioten sind, die eine Geistergeschichte der realistischen Erklärung vorziehen, nach der es sich um eine Aktion maskierter Guerillas handelt, die unsere Industrie schaden wollen. Ihr vollständiger Bericht wird Ende der Woche erwartet. Denken Sie daran, dass McKay jede Gelegenheit nutzt, um die Fähigkeit von Admiral Benitze in Zweifel zu ziehen. Der Stabssekretär vom Admiral Benitze. Soll noch was gelesen? Linke kritische Anweisung. Miguel, es ist mir egal, dass du neu bist und Angst vor Soldaten hast. In einer Woche kommen sie auf Visite und du wirst sie herumführen. Halte einfach die Klappe und merk dir, wie du an das Dampfkontrollpanel kommst, damit du kompetent aussiehst. Aktiviere die Schleusensteuerung beim Kalender. Drücke auf den Knopf neben der hydraulischen Überwachungsmaschine. Drehe das Druckventil, geh zurück zur Hauptkonsole und drücke den letzten Knopf. Übrigens, wenn du die Führung verkackst, mach dir keine Sorgen wegen der Armee. Ich ertränke dich dann persönlich. So, das ist ja auch geil. Also. Zack. Mann, ey. Jetzt gucke ich erstmal, ob die Aufnahme ohne Probleme lief oder ob ich hier noch weitere Probleme habe.